Freunde, am 2. August erscheint das neue Pokémon-Set Sagen der Nebel. Und wir haben schöne Leaks, wie hier das Zorua von ja, dem neuen Set. Und wir haben auch eine neue Information bezüglich Evolution, die da drinnen sein könnten. Ja, die Gerüchte verdichten sich. Und ja, hier haben wir mal eine sehr schöne neue Karte geleakt, auf die wir eingehen werden. Ja, kurz nochmal zum Recap, bevor wir die neuen Karten durchgehen. Ja, wir haben hier mal das Greninja. Und Freunde, ich sage euch, diese Karte hier ist extrem heftig. Ja, und heftig, weil, kleiner Spoiler, ja, wir kennen diesen Artist, Ananahara heißt er. Er hat schon das Volnona gezeichnet, ja, also das ist kein Unbekannter. Und da waren schon ein paar Fan-Favorites von diesem Artist, auch wie das Shift-Tree. Dementsprechend, ja, die sind sehr gut angekommen. Ich gehe davon aus, dass diese Box hier, wo man das Greninja kriegen wird, ein Bestseller sein wird. Ja, das ist mal ganz klar. Wüsste ich nicht, wer sich das nicht holt. Wir haben selten so eine krasse Promokarte gehabt in einer Box. Das letzte Mal war vielleicht die Aquana, die Flamara und die Blitzerbox. Ja, also, wer bei dieser Box hier nicht zuschlägt, den kann ich auch nicht mehr helfen. Vor allem auch unabhängig davon, ob die Evolutions drin sind oder nicht. Wenn die Evolutions drin sein sollten in dem Set, ja, wo wir nachher noch drauf eingehen, kann das eine ganz heiße Box werden. Ja. Das ist mal ganz klar zu sagen. So, dann haben wir das nächste, was wir besprechen müssen. Und zwar, ja, ihr kennt ja noch Zwielicht, wenn wir geleakt hatten. Wir hatten Zwirklops und Zwirfinst, ja, also Fan-Favorites sozusagen. Und ja, haben wir schon besprochen, die Geschichte fängt an. Ist eine Geschichte übrigens, ja. Wir haben hier ja, den Umgehstag, dann im Garten und dann schlussendlich, ja, vor der Haustüre oder schon im Wohnzimmer, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall eine sehr gelungene Darstellung und ich glaube, zusammen mit dem, was wir jetzt schon gesehen haben. Ja, das Set ist krass. So, dann haben wir Zorua geleakt. Ja. Und spannend hier ist sozusagen bei dieser Karte hier, wir haben hier die Illustration by Karte. Ja. Also das ist schon mal krass. Gehe ich jetzt mal stark davon aus, ja, dass wir ebenfalls von Zoroark eine kriegen werden, eine Special Illustration. Ja, generell wäre das nicht schlecht. Zoroark ist recht beliebt. Ja. Man kann sich mal vorstellen, dass das auch ein Hit ist, die Leute haben wollen. Zu der Illustration kommt euch wahrscheinlich bekannt vor, ja, von Rand, der ja, beispielsweise Pommy gezeichnet hatte aus Polteras Schicksale. Er hat einen Chimecho gezeichnet und Cutiefly. Ja, also die gehen alle auf die Kappe von ja, den gleichen Künstler. Schaut. Ja, schaut gut aus, muss man auf jeden Fall sagen. Dann haben wir den nächsten Leaks und zwar haben wir hier, wie ihr sehen könnt, zack, wir haben hier die Maxax-Entwicklung, Entwicklungsreihe. Wir haben Milsa, wir haben Schafax und wir haben die Illustration bei Schafax-Karte. Extrem gelungen, auf jeden Fall. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Leute die auf jeden Fall haben müssen. Ich finde sie extrem gelungen. Ja, und dann haben wir zum Schluss noch Max Sachs. Ja, zu der Karte noch kommt euch vielleicht bekannt vor, der Zeichenstil. Da hatten wir auch schon sehr spannende Karten mit Commander, vom gleichen Künstler, genauso wie das Pikachu. Ja, also da auch kein Unbekannter und auch ein relativ neuer Artist in Pokémon TCG. Also dementsprechend muss ich sagen, Daumen nach oben. Das schaut schon mal sehr vielversprechend aus. Dann haben wir als nächstes, ja, wir haben hier noch ein, genau, beim SEPA. Wir haben die Illustration-Ware SEPA-Karte, die auch extrem beliebt ist, kann man sagen. Also beliebt wird, würde ich sagen, werden sehr viele sich kaufen wegen den 151er Master Illustration Set. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir haben dann das Seemon. Da wird vielleicht auch noch eine Illustration-Karte kommen. Und ja, Citro King, wisst ihr. Pack, haben wir auch schon besprochen. Ebenfalls wie das Cool Ninja wird das hier eine ja,
der krassesten Boxen sein. Die Box hier wird richtig spannend. Auch hier kann ich mir vorstellen, dass es eine der besten Boxen wird, die wir jemals hatten. Denn das Heat Rocking ist ja in dieser Spezialbox enthalten. Ja, das macht schon mal richtig spannend. Und ja, Leute feiern die Karte extrem. Wir haben schon gesehen, wie entscheidend es ist, wie die Karten aussehen. Ja, es gibt Karten, siehe das neue Set Greninja EX, was extrem beliebt ist, ja, was über 100 kostet, ja. Obwohl es ein Greninja ist, was eigentlich niemand so auf der Rechnung hat, aber wenn eine Karte richtig gut aussieht in Pokémon, dann wollen die Leute die Karten haben. Ja, also das ist, glaube ich, der größte Faktor überhaupt in Pokémon. Ja. Je besser die Karte aussieht, desto mehr Leute kaufen sie oder wollen sie in der Sammlung haben. Und ja, dementsprechend, ich glaube, die Box ist krass. Wir haben hier Akagi, ja, kennen wir von Palafin und von Greninja, welches der auch gezeichnet hatte. Also das ist schon mal sehr interessant. Gibt ja doch einige Leute, die ja schauen, wer hat das gezeichnet und dann auch entsprechend dann kaufen. Ja, gibt's. Ich fand bei den härteren Sammlern. Dann kommen wir zu den Evolution League, und zwar zum einen hier mal unscheinbarer Trainer League. Ja, wir hatten dann hier so auch die Full Art Karte geleakt, und ja, das ist jetzt mal nicht so krass, aber was krass ist, ist folgendes, und zwar haben wir zu dieser Full Art Karte ebenfalls die Cosmina geleakt, und das ist jetzt die Sache. Wir hatten ja bei der Cosmina, wenn die Trainerkarte hier ist, können wir davon ausgehen, dass wir eine neue Special Illustration Cosmina Karte kriegen werden, oder zumindest eine Full Art Karte, plus wenn wir das zusammenzählen, ja, mit der neuen Spielmatte, die geleakt worden ist, dann ja, können wir schon mal davon ausgehen, dass hier ja die Evolutions kommen werden in einer Form. Ja, ob es jetzt eine Cosmina Special Illustration Karte wird mit allen Evolutions drauf, könnte theoretisch passieren, denn wir haben ja gesehen, dass Enigmara in Paldeas Schicksal ebenfalls eine Neuauflage bekommen hat, obwohl die schon ja, in einem Set drinnen war. Könnte hier passieren. Oder wir kriegen eine Cosmina nochmal, ja, wie wir sie eigentlich auch schon von Paldeas Schicksal hatten. Oder ein drittes Mal, ja, da hatten wir sie nämlich mit Nachtara. Und ja, wir kriegen nachher die, ich gehe mal davon aus, Illustration Rare Eevee Karten. Ja, wir haben hier einiges an Merchandise dazu. Das ist nicht genug Hinweis, denn wir hatten ja auch hier Zwirrfinst Merchandise, was wir schon bestätigt haben. Nämlich gehen wir auch davon aus, dass Kyurem auch drinnen sein wird in diesem Set. Ja, klar ist, die Drachen werden nicht drinnen sein in diesem Set. Ja, wenn, dann hat die Pokémon Company sich entschieden, hier eine Trennung zu machen von ja, den Evolutions. Ja, entweder kommen also die Evolutions in dem Set. Und dann im September, Mitte September, wird das Drachenset kommen. Und ja, es wird sozusagen ein Drachenwandel 1.5, dann zweimal, würde ich sagen. Mit Evolutions und im anderen Set die Drachen. Ich gehe mal davon aus, dass die Pokémon Company einen Fehler gemacht hat bei Drachenwandel, weil einfach die besten Karten alle in einem Set drinnen waren. Ich gehe mal davon aus, dass sie das hier vermeiden wollen, ja. So viel dazu zu Drachenwandel 1.5. Ja. Ich bin sehr gehypt. Ich glaube, dass wir jetzt die richtig guten Leaks kriegen werden, die richtig guten Sets. Es haben schon einige gesagt, dass das, was wir hier sehen, extrem vielversprechend ist. Für mich auf jeden Fall die interessanteste Darstellung der Karten bis jetzt. Und die Illustration-Karten haben die Leute ja sowieso geliebt. Aber ja, der große Kritikpunkt bis jetzt waren einfach die relativ schwachen Special Illustration Rare Karten. Ja, so an denen hier, an den Illustration Rare Karten hat es in der Ära bis jetzt nicht gehapert. Ja, ich finde die schon extrem gut aus, und ja, das denken auch die meisten so. Lasst eure Meinung da, Leute. Was sagt ihr zu dem Set? Ist es gelungen oder nicht? Schaut es vielversprechend aus? Ich denke schon. Ja, ich bin gehypt. Und ja, das ist ein Set, was mich seit langem wieder richtig thrillt. Ja, Maskerade im Zwielicht fand ich jetzt auch nicht so übel. Aber wie gesagt, die Ogapong-Karten, ihr wisst. Und ja, lasst ein Like, Leute, lasst ein Abo da und schaut euch hier eines dieser Videos an. Wow, Fine Events.